Was geht ab, meine Siegfighter, Osiris hier und heute zum Banner-Preview für Gogeta und Broly für die globale Version, denn ihr seht schon die Jungs oder die ganzen Karten, die sowohl quasi mit dem Dokument kommen werden, mit dem Banner, als auch mit dem Part 2 des Story-Events, sind in den Daten auf der globalen Version. Sie sind aktuell gesetzt dafür, dass sie veröffentlicht werden für den 13. Februar, 6.30 Uhr morgens. Unsere Zeit heißt morgen bereits, Freunde. Die Sache ist jedoch, 6.30 Uhr morgens, da gibt es eine Wartung, nämlich, es gibt eine Wartung, die wurde gesetzt, ist ingame schon für morgen eben, vom 13.2. Mittwoch von 6.20 Uhr morgens bis 8.20 Uhr. Warum sind das solche Zeiten? Das dient dazu, Freunde, um quasi die Spieler nach und nach reinzulassen zum Release der Banner. Was soll das heißen? Das heißt, 6.30 Uhr laut dem Ingame sollten sie quasi zum Spiel hinzugefügt werden, aber ab 6.20 Uhr ist schon natürlich dann die Wartung online und ich sag mal, ich will nicht sagen direkt 6.30 Uhr, könnte vielleicht auch sein, aber nach und nach, Freunde, werden die Spieler reingelassen. Heißt, morgen früh werdet ihr quasi dann für die beiden Jungs summonen können. Und dementsprechend wird es dann heute darum gehen, bevor mein Voice crackt, im Banner-Preview gucken wir uns erstmal alle Charaktere an. Dann schauen uns die Banner an und reden über die Charaktere, was so, ja, was es zu, für sie zu wissen gibt. Und klären dann natürlich, ob jeden Mann natürlich summonen könnte oder nicht, ja, so. Die Ratschläge, ihr wisst ihr, das Ganze läuft im Banner-Preview, gibt es dann heute. Super Saiyan Gogeta, so sieht der Boy aus, wenn er droppt. Super A-Geld-Charakter, ihr braucht dann 77 neue Medaillen aus seinem Dokken-Event, das natürlich dann auch morgen erscheinen wird, um ihn Dokken zu awaken. Dokken Awake hat er folgendes drauf, Freunde. Der Movie Heroes Kategorie gibt der Key plus 3 Attack 170% auf HP und Def 150% oder der Fusion Kategorie Key plus 3 auf den Angriff 170% auf HP und Verteidigung 130%. Mit seiner Super Attack erhöht er seinen Angriff stark für eine Runde, das ist 50% auf den SA Multiplayer und macht immense Damage. Er hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 100%, macht gegen jeden sehr effektiven Schaden und hat eine Medium Chance, die gegnerischen normalen Angriffe, aber auch Super Attacks zu dodgen und diese Medium Chance an der Stelle sind 25%. By the way, ich bin auf Dokkan.ml Wiki, ich werde den Link in der Beschreibung setzen. Zudem transformiert er sich, wenn die Bedingungen stimmen. Die Bedingungen sind ganz einfach ab Anbeginn der 5. Runde, dann wird er zu Gogeta Blue. Das gucken wir uns gleich an. Links ist Saiyan Warrior Race. 7 Minuten auf den Angriff, Golden Warrior, Super Saiyan, Prepare for Battle, Oh, when a Flash Fuse Fighter 4 is Battle. Er ist in den Kategorien vertreten, Fusion, Dream of Gods, Transformation Boost und Movie Heroes. Seine Sets seht ihr hier, Freunde. Schau mal aus, Fact bei Gogeta zu sagen. Auf gar keinen Fall unterschätzen, weil hier nur 100% Attack und Def dran stehen. Er bekommt, wenn er eine Super Attack startet, 50% auf den SM Multiplayer und er macht so oder so gegen jeden sehr effektiven Schaden. Zudem kann er dodgen, auch nicht dran zu, damit ist er wirklich sehr, sehr gut. An sich, um es auch so vorweg zu sagen, die zwei neuen Charaktere, Gogeta und Broly, wären die besten TUR-Charaktere im Spiel, Freunde. Dementsprechend macht man auf jeden Fall nichts falsch, wenn man für sich summt, sage ich mal schon mal aus vorweg. Aber wir gucken uns gleich die Banner an, natürlich in Anbetracht dessen, wie sie auf JP waren. Jedenfalls, wenn der Bursche sich transformiert, dann wird er zu Gogeta Blue, Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta. Was sich ändert ist, er erhöht seinen Angriff für 3 Runden. Dieser Boost ist auf den Asset Player 50% für 3 Runden. Heißt, man bekommt einen Double Stack drauf, wenn er quasi dann wieder eine Super Deck startet. Er bekommt dann jedoch durch die Passive auf den Angriff und auf die Verteidigung 130%. Und verdammt nochmal, ich kann das immer noch nicht realisieren, er crittet einfach gegen jeden. Er macht gegen jeden, mit jedem Angriff kritischen Treffer zu 100%. Nicht nur deswegen, sondern auch außerhalb davon, bei den Gogetas, die machen ja sehr effektiven Schaden, jetzt die Super Gogetas, sage ich mal, oder Super Saiyan Gogetas. Und bei denen geht man im Dupe System auf Additional Attack, weil man dann mehr davon hat, weil er so oder so gegen jeden sehr effektiven Schaden macht. Heißt, bei den Burschen geht die auf Level 20 Additional Attack, Level 6 Crit. Und wenn er sich transformiert, dann crittet er halt links und rechts gegen alles und das ist... Das ist richtig gut, also was der drauf hat, ist einfach 1A und zudem hat er dann eine High Chance, gegnerische Angriffe und Super Decks zu dodgen, das sind 50-50. Also, dieser Boy, ganz klar der beste Tür-Charakter, wenn er reinkommt, denn Freunde, es ist folgendermaßen, er ist sehr effizient, er macht immer sehr viel Schaden, er ist tanky in der Hinsicht, also er ist schon tanky, er nimmt eine gewisse Tankiness mit durch die Passive, aber er hat dann auch zusätzlich dazu eine Dodge-Chance und wenn er sich transformiert, die Transformation wird oft zu... Die wird oft passieren, Freunde, ab Anfang der 5 Runde, das ist kein Drama, das wird oft zustande kommen, transformiert er sich auch noch und dann durch die ganzen Multiplayer, die er drauf bekommt, der macht wirklich sehr, sehr viel Schaden, also unterschätzt das nicht, beziehungsweise, Freunde, die Jungs sind ja schon seit einer Weile auf JP Online und ich habe dazu wirklich viele Videos gemacht, die könnt ihr euch gerne abchecken, da seht ihr das Ganze dann in Action, in Gameplay und dann werdet ihr auch wahrscheinlich dann merken, die haben es echt drauf, sowohl Gogeta als auch Broly. Linkskill, was ändert ist, Warrior Gods kommt hinzu, ansonsten sollte alles gleich geblieben sein. Linkskill ist auch sehr, sehr gute Linkskill-Setup, weil er Prepare for Battle und Over the Flash hat, zudem nach Super Saiyan 4 Battle, ganz klar, sehr, sehr gut. Fusion Dream of Gods, genau das Ganze, alles bleibt, die Set seht ihr an der Stelle und das war es eigentlich auch schon zu unserem Boy.
Super Saiyan Gogeta. Super Saiyan Gogeta heißt, mit Super Gogeta könnt ihr ihn zusammenspielen. In seiner Kategorie sind die Movie Heroes Charaktere. Die Movie Heroes Charaktere sind folgende, Freunde. Movie Heroes Charaktere, sag ich mal, ist ein bisschen beschränkt, aber dennoch gibt es gute Charaktere, die in der Kategorie sind. Aber auch ergibt der Oda dann quasi der Fusion Kategorie seinen Boost. Ist zwar ein schlechter Boost, aber so schlecht ist er nicht. Könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Der Angriff bleibt bei 170%. Und die Sache ist die, Gogeta und sein Team, ganz klar das effizienteste Team, was es gibt in Dokkan Battle. Von der Effizienz her ist es wirklich das beste Team. Was heißt das? Das heißt, das ist ein Team, was einen Großteil der Events wirklich sehr schnell schafft, weil ihr einfach drei Charaktere habt, die sehr effektiven Schaden direkt vorne weg machen. Euer eigener Super Saiyan Gogeta, euer Friend und dann quasi entweder der Int oder Strength, je nachdem, wenn ihr mitnehmen wollt, nachdem ihr seht, den Strength könnt ihr zum Beispiel mitnehmen. Und außerhalb davon hat man noch einen vierfachen Gogeta mit am Start, der ist sehr, sehr gut, ein LR Gogeta und Freunde. Also mit diesem Team werdet ihr auf jeden Fall reichlich Spaß haben und das ist wirklich sehr ein Team, das den Großteil der Events wirklich sehr schnell klären wird. Auf der anderen Seite sein Gegenspieler Broly. Für Broly braucht er dann auch natürlich 70 Medaillen, er ist vom Extreme Physisch Type, um ihn Dokkan zu awaken. Bei Broly ist die Sache, er hat eine farmbare Essay, nämlich den Int Super Saiyan Broly. Der Int Super Saiyan Broly, dann werden wir in der Lage sein, den Int Broly, werden wir uns gleich ansehen, ab morgen dann auch awaken zu können, wenn Part 2 der Story Event hinzugefügt wird. By the way, die ganzen Ingame News zu Part 2 bekommen wir am Mittwochnacht um 1 Uhr und morgen gibt es natürlich auch das Video dazu, damit ihr alles wisst, was ihr da quasi machen müsst. Aber ausfolgend, ihr habt eine farmbare Esse, ihr müsst dann quasi euch 9 Stück von den Brolys holen, auf diesen Super Saiyan Broly awaken, auf den UR-Status bringen und jeder einzelne von den 9 gibt dann 100% auf die Esse von dem Broly und wenn ihr 9 dann quasi als Trainingspartner nutzt, dann genau, dann bekommt er oder wird er zu Esse 10, sage ich mal. Genau, dann, was mich ganz kurz interessieren würde, Freunde, die SA-Multiplayer von den Charakteren sollte bei 160% ist sehr, sehr gut, der SA-Multiplayer. Das ist quasi das, was die Charaktere vorne weg haben, wenn sie eine Super-Attack schauten und 160% sind sehr, sehr gut. Also das haben nicht viele TUR-Charaktere, aber die, die das haben, die machen sehr viel Schaden. Der andere, der mir spontan einfällt, ist Strength Frozen und Vegito Blue, die sollten das auch haben und deswegen machen die auch an der Stelle auch sehr guten Schaden. Jedenfalls, Broly. Er heißt Super Saiyan Broly, heißt man kann ihn mit dem Legendary Super Saiyan Broly spielen, LR Broly. Und genau, ja, eigentlich gibt es dazu nicht viel zu sagen. Nämlich er heißt Super Saiyan Broly, dieser Boy. Und er gibt den Leader bzw. der Kategorie Movie Bosses Keep Plus 3 Attack 170% auf HP und Def 150% und der Full oder der Full Power Kategorie Keep Plus 3 Attack 170% auf HP und Def 130%. Nicht transformiert, erhöht er seinen Angriff für eine Runde. Unser Boy Broly, das ist auf den SA Multiplayer 50% für eine Runde und macht Supreme Damage, aber gegen jeden. Hört sich erstmal wenig an, aber dadurch, dass er quasi seinen SA Multiplayer erhöht, ist es trotzdem noch ein solider Schaden. Für ein Super für World Tournament zum Beispiel ist es sehr gut gedeckt. Aber auch für Super Battle Road macht sein Ding sehr, sehr gut. Er gibt sich selbstständig Keep Plus 6 auf den Angriff 130%, auf die Verteidigung 100% und er transformiert sich, wenn die Bedingungen stimmen. Die Bedingungen sind ganz, ganz easy. Ab Anbeginn der vierten Runde, zack, er transformiert sich. Also das werdet ihr auch sehr oft sehen. Nicht transformiert, denkt vielleicht der eine oder andere, ja, okay, der bremst sich ein bisschen selbst, weil das Supreme Damage hat. Werdet ihr nicht merken. Der ist auch nicht transformiert, sehr, sehr gut. Und genau, links ist Saiyan Warrior Race, Super Saiyan Prodigies, Berserker, Shock and Speed, Prepare for Battle 4 Spell, auch wirklich sehr gute links ist Setups hier an der Stelle, vor allem weil er Prepared for Battle und Shocking Speed hat. Movie Boss Kato ist er vertreten, Pure Saiyans, Full Power, Transformation Boost, die Set seht ihr hier an der Stelle, wenn er auf 100% ist. Und wie gesagt, wenn er sich transformiert, wird er dann zu Super Saiyan Broly Full Power, was sich ändert. Ist, er macht immense Damage und tut massively die Verteidigung des Gegners senken. Massively ist minus 80% für 3 Runden auf die Verteidigung des Gegners. Passive Skill, Key plus 8 gibt er sich selbstständig, also er braucht eigentlich gar keinen Key durch die Linkskills etc. Warum haben sie das gemacht? Na, für beispielsweise ein Paradebeispiel für World Tournament, da gibt es sich selbstständig Key plus 8. Natürlich wird man nicht in die vierte Runde kommen, da transformiert er sich nicht, aber im World Tournament speziell ergibt es halt selbstständig Key plus 6 und World Tournament ist er wirklich sehr, sehr gut und macht natürlich mit der ersten, also nicht transformiert, dann direkt gegen jeden Schaden. Also das Gute ist hier schon mal, es geht hoch auf Immense Damage. Auf den Angriff gibt er sich 188%, auf die Verteidigung 120%. Diese 188, die hören sich erstmal richtig viel an. Da denkt man ja, okay, der klatscht Gogeta links und rechts weg. Es geht. Da spielen natürlich noch die anderen Sachen einen Faktor rein. Gogetas Multiplayer, der macht sehr viel aus. Im Endeffekt kommen sie wirklich auf den, mehr oder weniger auf denselben Schaden. Aber Gogeta muss den Vorteil geben. Er macht einfach sehr effektiven Schaden gegen jeden. Also Gogeta, das werdet ihr auch merken, wenn ihr ihn ziehen werdet oder wenn ihr ihn einige Zeit spielen werdet, werdet ihr einfach merken, der ist einfach effizient, der ist direkt von Anfang an, macht sehr viel Schaden gegen jeden, gegen alles, was links und rechts kommt, weil er diese sehr effektiven Schaden, unterschätzt das nicht, das ist einfach, das ist so,
er hat keinen Typennachteil. Wenn Broly zum Beispiel gegen einen Strength-Charakter einen Angriff startet, dann merkt ihr das, dass er nicht den Schaden macht, der auf dem Radar steht, oder dass er nicht den Schaden macht, wie ein Charakter, der sehr effektiv Schaden macht. War vielleicht viel Schaden, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Zusätzlich dazu ist Broly tanky, 120% auf die Verteidigung gibt er sich, aber er macht garantiert eine Additional Attack und diese hat eine High Chance, das sind 50-50, dass der Super Attack wird. Also Broly ist auch wirklich sehr, sehr gut mit seiner Additional Attack, die eine High Chance hat, noch eine weitere Super Attack zu werden. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich konnte die beiden wirklich lange testen. Ich habe es oft mit ihnen ja spielen können, sage ich mal. Bei Broly merkt man es einfach, dass er nicht sehr effektiv Schaden gegen jeden macht. Soll nichts Schlechtes heißen, aber wenn man sie direkt im Vergleich setzt zu Gogeta, dann gebe ich Gogeta einen kleinen Vorteil wegen der ganzen Geschichte. Weil, wenn Broly von Anfang an Broly kein Crit, Free Dupe gibt, bekommt Additional Attack. Und man merkt einfach, wenn ein Charakter keine Crit-Chance hat. Und wenn du den dann quasi mit einem Charakter vergleichst, der sehr Effektivität hat direkt. Weil Gogeta bekommt auch von sich selbst kein Crit-Free Dupe, sondern auch Additional Attack, aber er macht halt sehr effektiven Schaden gegen ihn. Das ist mehr oder weniger ein künstlicher Crit. Das merkt man einfach. Aber abermals, Freunde, soll wirklich nicht heißen, dass ich den oder den schlechter rede. Ich sage einfach nur, wie es ist. Auf der anderen Seite gebe ich Broly auf jeden Fall den Vorteil für seinen Leader-Skill. Das gucken wir uns gleich an, weil die ist viel facettenreich und da geht sehr, sehr viel mehr. Links ist Save Array, Super Saiyan Projects. Ja, bleibt einfach alles gleich. Von der Links ist der Katori Movie Boss, Pure Saiyans, Full Power Transformation Boost. Das sind hier die Sets, wie gesagt. Und genau, jetzt SA. Oh, okay, und seht ihr? Sein SA Multiplier ist 150%. Von Greater ist es 160%. Dieser 10% macht auf jeden Fall was aus. Okay. Im Endeffekt machen sie wirklich mehr oder weniger denselben Schaden. Aber ihr werdet es einfach merken, Gogeta hat, wenn wir die Charaktere individuell betrachten können, in Sachen Schaden, Effizienz, sage ich mal, dann hat halt Gogeta wirklich, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon gerafft im Video, aber einen kleinen Vorteil. Broly jedoch, seine Kategorie Movie Boss und Full Power, die ist so viel facettenreich, Freunde. Mir macht es, um ehrlich zu sein, mehr Spaß mit Broly und seinem Team zu spielen, statt mit Gogeta. Ich nutze Broly häufiger als Gogeta, weil man kann einfach so viele Teams bauen aus den Charakteren, die in diesen Kategorien vertreten ist. Und du kannst mal die Villains mit reinnehmen, also du kannst die Heroes reinnehmen und da geht wirklich sehr, sehr viel. Du kannst Broly mit Lele Broly spielen, Broly mit Izel Broly, Broly mit Evo, Tralala, Broly mit Gohan und so weiter und so fort. Janemba mit rein, da geht wirklich sehr, sehr viel, ihr merkt schon das Ding. Gebe ich den Punkt auf jeden Fall Broly, aber am Ende des Tages, Freunde, sind das oder werden das die besten Theo-Charaktere im Spiel. Dieser Super Saiyan Vegeta wird auch hinzukommen. Mit dem 35 Meter aus Gogeta wird man ihn awaken können. Ich werde mal ein bisschen anziehen, wir haben ein bisschen oft über die zwei Haupt-Units geredet. Aber der Ball gibt Super Saiyan Charakter in Keep Plus 3 später auf 100% für Battlefield auf jeden Fall ein guter Leader-Skill. Warum nicht? Er erhöht greatly seinen Angriff und macht Supreme Damage. Das sind 50% und das stackt sich immer. Jedes Mal, wenn er angreift, bekommt er 50% auf den Angriff. Und deswegen sollte man ihn auch nicht unterschätzen. Keep Plus 3 Attack und der 100% geht er selbstständig. Hat eine High Chance, einen Guard gegen jeden zu aktivieren. 50% ist das 50-50, dass er quasi dann jeden Angriff so verteidigt, als hätte er Typenvorteil. Zudem hat er eine hohe Chance, die Gegner zu stunnen mit seinen Auto-Attacks. Das ist für eine Runde, aber wenn er gegen einen Movie-Boss-Gegner kämpft. Also wenn ein Movie-Boss-Gegner im gegnerischen Team vertreten ist, sag ich mal. Same War Race, Godly Power, Super Saiyan, Over the Flash, Prodigy's Warrior Gods, Fierce Battle, Rim of Gods, Pure Saiyan, Movie Wars, Vegeta's Lineage. Ja, das steht natürlich für JP. Sein Gegenspieler ist dann der Tech Goku. Super Saiyan Goku fängt an. Für ihn braucht man dann hier auch die 35 Medaillen von Gogeta, um ihn zu awaken zu Tech Godku. Was hat er drauf? Super Tech Keep plus 3 HP Attack auf 100%, macht Supreme Damage, zieht den Gegner, also Super Tech des Gegners, Keep plus 3 Attack auf 100% gibt er sich, tut zufällig eine Anzahl an Key und einen Typus an Key ändern in Rainbow Key, also er sorgt für Rainbow Key und pro Rainbow Key, den er einsammelt, bekommt er 7% auf den Angriff. Und genau, ja, so viel dazu. Wenn er dann gegen einen Movie-Boss-Gegner kämpft, hat er eine Damage Reduction von 70%. Das ist übertrieben gut. Links ist Save Race, Godly Power, Super Saiyan Prepare for Battle hat er. Den gebe ich in Sachen Linkskill auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber Vegeta, weil er Prepare for Battle, und Over the Flash. Warrior Gods, Fierce Battle, das sind gerade Turnier vertreten, Freunde. Und so viel auch zu dem Goku. Kommen wir zu diesem Meisterwerk, Easy A Broly. Der wird natürlich Logo dann sein Easy A bekommen. Wir bekommen die Tage dann natürlich die Information, was heißt die Tage dann morgen, wann und wo das Ganze stattfinden wird. Er hat dann quasi den Int, ja, den man aktuell farmen kann. Der Int Broly ist dann farmbare Esse für ihn. Wenn ihr 9 Stück von Root auf UR bringt, gibt jeder 100% auf die Esse. Also könnt ihr dann auf Esse 10 bringen. Und der, zum einen braucht die 35 Mal, um ihn zu awaken, aus dem Dokument von Broly.
Und dann bekommt er noch sein EZA. Und wir gucken uns gleich die EZA-Sachen von ihm an. Und ich muss eines vorweg sagen, das ist der beste Nicht-LR, Nicht-Dokkan-Exklusiv-Charakter im Spiel. Weil das ist einfach ein... Das ist einfach ein Charakter mit einem Dokkan-Event, also der quasi durch ein Dokkan-Objekt wurde und bekommt dann noch ein EZA. Der ist sowas von gut. Der kommt wirklich, ich sag das nicht aus Hype oder so, der kommt dem Physisch Broly schon nahe. Der Vorteil an dem Physisch Broly ist einfach sein Leader-Skill. Ja, und das ist halt, aber der ist echt gestört. Nämlich, er gibt den Pure Saiyan Charakter wie Ki plus 3 HP Attack auf 120% oder den Extreme AGL Charakter in Ki plus 3 HP Attack auf 100%. Natürlich nach seinem EZA erhöht sein Angriff und die Verteidigung für 3 Runden. Das an der Stelle, ja, 30% auf den SM-Multiplayer, 30% auf die Verteidigung für 3 Runden, macht Supreme Damage. Macht dann nur Supreme Damage, er macht kein Immense Damage. Natürlich hat er noch der Fuse Broly ein, zwei weitere Vorteile, aber er kommt wirklich gut an ihn ran, so ist nicht. aber abermals, der Physisch und Broly Moeta, das ist ein trotzdem sehr, sehr, also das sind gute Charaktere, ich rede sie nicht schlecht, ja, das ist nur quasi ein kleiner Vergleich. Er bekommt Ki plus 1 jedes Mal, wenn die Runde anfängt, wenn er in eine Runde kommt, GG. Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 70% und bekommt zusätzlich weitere 20% auf die Verteidigung mit jedem Angriff, den er macht. Maximal sind 80%. Und für jeden Angriff, den er bekommt, bekommt er auf seinen eigenen Angriff 20%, maximal 80%. Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Prodigy, Berserker, Shocking Speed, Prepare for Battle, Fierce Battle, Mui Boss und Pure Saints ist er vertreten. Und die Sache ist die, mit seinem Boost, wenn man, sie werden separat kalkuliert, wenn er seinen maximalen Boost bekommt, kommt er auf 206% Angriff und Verteidigung. Also, der ist wirklich sehr, sehr gut und die Sache mit dem wird halt sein, der wird dann in Zukunft in jedem anderen Banner nicht featured enthalten sein, weil er kein Dokkan-Exil-Charakter ist. Sein Vater Paragus an der Stelle kommt dann auch am Start, 35 Millionen braucht man, um ihn zu awaken und dann wird er zu Paragus zum Broly. Bei ihm, X-Strip mit Charakter, Keep Mr. HP 100%, macht Supreme Damage, verwendet Angriff des Gegners 20% für 3 Runden. Er gibt den Pure Saint und Joint Forces, das ist die Combination-Kategorie, gibt er Keep Mr. Attack mit 40%. Und er bekommt selbstständig auf den Angriff 130%, wenn er gegen einen Pure Saiyan Kategorie Gegner kämpft. Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Hardened Grudge, Code Judgment, Brutal Beatdown, Prepare for Battle, Fierce Battle, Kategorie Pure Saiyans, Joint Forces. Der ist wirklich ein sehr guter Supporter für Pure Saiyans oder eben dann die Joint Forces Kategorie, aber so viel mehr gibt es zu ihm nicht zu sagen. Banner-Abläufe wird so sein, der vierte Multi wird für eine bestimmte Zeit, in JP waren es für 300 Stunden, kostenlos sein. Heißt, wenn ihr 3 Multis macht in einem der beiden Banner, dann wird der vierte kostenlos sein. Könnte ich mir vorstellen, dass auf Global das etwas anders sein wird, weil so Dual Dokkan Fest, die Discounts, sag ich mal, die sind auf Global gerne anders. Zumal gab es da oft, dass der erste durchaus vergünstigt ist, also dass die ersten 3 Steps weniger Stones kosten. Das könnte ich mir vorstellen, um ehrlich zu sein, für den ersten Durchlauf, könnte ich mir, das wäre realistisch. Zum anderen gab es oft Tickets. Tickets weiß ich nicht, weil wenn ich es richtig jetzt gesehen habe oder beziehungsweise noch nicht gesehen habe, wurden keine Tickets in das Spiel hinzugefügt. Also glaube ich, dass es keine Tickets geben wird. Glaube ich, dass vielleicht die Banner sich ändern könnten? Jein, vielleicht wegen einem Charakter. Vielleicht könnte man hier AGL Thales reintun. Warum? AGL Thales war lange nicht online. Auf JP war AGL Thales auch lange nicht online und man hat erwartet, dass AGL Thales hier reinkommt. Warum kam er da nicht rein? Da wurde im Endeffekt schlauer, weil er im Banner von Vegeta aktuell ist. Also ein Banner danach. Ein Dokkan-feste Banner danach, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob sie Thales hier reinklatschen oder nicht. Ich meine, technisch gesehen war Thales im Neujahresbanner live. Es war auch ein Dokkan-Feste-Banner. Die könnten sagen, hey, der war doch schon live. Und dann kommt er erst wieder zum vierten Jubiläum. Aber es wird halt lange dauern. Das vierte Jubiläum in Global, by the way, ist im Juli. Deswegen weiß ich nicht. Wir nehmen es einfach mal in der Hinsicht an, dass die Banner so sind, wie sie sind. Und zwar, Rates gleich 10%, um ein SSR zu ziehen. 5% aufgeteilt durch die Featured-Charaktere sind 7. 5 durch nicht-Featured. Bei Goeta sind das auch 7 an der Stelle. Wenn wir uns die Banner mal ansehen, Freunde, ich betrachte das natürlich alles objektiv allgemein, weil für den einen oder anderen könnten hier viele ältere Charaktere sein, die sie auf 100% haben. Zum Beispiel für mich, aber ich sage dann nicht, das Banner ist schlecht, weil bei mir Goeta auf 100% ist, der Goku und Goeta auch. Nee, ich betrachte das alles objektiv, weil die Banner sind gar nicht mal so schlecht. Als sie released wurden, waren viele enttäuscht, aber man sollte sie nicht schlecht reden. Und was ihr vor allem nicht vergessen dürft, ist die zwei neuen Charaktere, die reinkommen, sowohl Vegeta und Goku, als auch Broly und Paragus, das sind wirklich sehr, sehr gute Nicht-Dokkan-Exklusive-Charaktere, obwohl sie Dokkan-Exklusives Niveau haben, sage ich mal.
Deswegen, wenn ihr die zieht, ist auch sehr, sehr gut. Also selbst die Charaktere schon machen den Wert des Banners wirklich gut. Also wirklich, bei allem Respekt, die drei Charaktere, der neue Broly, Broly und Pagus und hier an der Stelle Gogeta, Vegeta und Broly, die sind wirklich, Gogeta, Gogeta, Goku und Broly sind wirklich sehr, sehr gut. Na gut, bei Gogeta haben wir dann noch 4 von Gogeta am Start, 3 von Gotenks, Super Gogeta und 3 von Goku. Verstehe ich? Sind Movie Heroes Charaktere, Fusion Charaktere. 3 von Gotenks sehr gut, in dem Movie Heroes Team oder Fusion Team könnt ihr ihn spielen. Er ist ein Neo Guard Leader. Selbes gilt für Gogeta. Gogeta ist wirklich noch ein sehr, sehr guter Charakter. Das ist ein Spitzencharakter. Ob das Idee von Strength auch direkt kommen wird, das wissen wir erst morgen, Freunde. FIFA Grid ist ein Kategorie-Leader, ein sehr, sehr guter Charakter. Der hat einen Stammplatz in dem Team von Gogeta. Also das ist wirklich ein gutes Banner, sag ich mal. Das ist kein schlechtes Banner. 3 von Gotenks können sich überschreiten. Wenn man ihn zieht, dann hat man ihn halt. Aber im Endeffekt, im schlimmsten Fall könnt ihr ihn halt auch nutzen, sag ich mal, im Team Movie Heroes Team, weil er gehört zu der Movie Heroes Kategorie. Und die Super Saiyan Vegeta und Super Saiyan Goku sind da, weil es dann quasi in dem Fall SA für die Super Saiyan Vegeta und Goku sind. Wenn ihr diese auf SSR bringt, dann geben sie 50% für den Goku oder den Vegeta jeweils. Also das Banner ist nicht schlecht, bei allem Respekt. Und bei Broly, da könnte man sich ein bisschen drüber schreiten. Die Sache ist nämlich, die drei Charaktere sind sehr gut. Die sind wirklich gut. Omega Shenron ist auch ein Spitzencharakter. Kategorie Leader, sehr schöner Charakter, er gehört halt zu Full Power, deswegen ist er drinnen. Sache ist, ja, Shadow Dragons, spielt man das oft? Ja, nein. In Zukunft vielleicht auf jeden Fall, wegen dem vierjährigen Jubiläum, wenn das auf Global kommt. Also wenn ihr ihn zieht, ist es nicht schlimm. Ihr könnt ihn auf jeden Fall mitnehmen, ihr könnt ihn auch mit Broly spielen. Er hat auch Shocking Speed, Fierce Battle, er passt in das Team von Broly rein. Das ist auf jeden Fall gut. Janemba ebenso, Movie Boss Charakter an der Stelle, Strength Janemba. Ja, wenn er in sein Ise bekommt, dann ist er halt wirklich Rest in Peace. Also der ist wirklich Rest in Peace, den wird man halt nicht mehr anfassen, wenn jeder ihn Janemba hat. Bei Strength und Incubeta, da könnt ihr noch ruhig den Incubator spielen, wenn ihr mal Lust auf ihn habt oder so. Der ist dann nicht allzu schlechter als der Ise-Algorithmus, sag ich mal. Aber bei dem merkt man es halt schon. Aber wenn ihr ihn zieht, ich meine, mein Gott. Ja, dann, ihr könnt ihn im Broly-Team spielen. So ist es nicht. Ich will ihn nicht schlecht reden, weil er hat auch Shocking Speed, Fierce Battle etc. Tralala. Er ist auf jeden Fall, man kann ihn spielen, also, aber ihr werdet es auch merken, man kann wirklich sehr viele Charaktere spielen im Broly's Team. Dieser Broly, der ist ein bisschen sinnlos. Wenn ich den vergleiche, was heißt sinnlos? Der hat seine Berechtigung, um es richtig zu stellen, der hat seine Berechtigung. Aber, wenn ich den vergleiche mit Super Saiyan 3 Goku, Super Saiyan 3 Goku ist, finde ich besser. Wobei man ihn natürlich auch, wenn man Easy 8 und so nutzen kann, aber das Ding ist, der hat halt kein Prepare for Battle oder so, der hat keinen Linkskin, der ist nicht so dolle, sag ich mal. Super Saiyan 3 Broly ist weder in Full Power noch in Movie Bosses. Hat man nicht verstanden, warum der im Banner ist. Das wäre so ein. Zum einen, na klar, weil es Broly ist. Zum anderen aber hat einer meiner Kommentare mich darauf hingewiesen oder im Stream, weiß mir, wer es genau war. Shoutout jedenfalls. Er hat gesagt, du, der ist drin, weil der AGL Broly, der ist ja ein Pure Saints, die danach sein Ise und der gehört zu Pure Saints. Kann man auf jeden Fall so betrachten. Aber trotzdem finde ich, dass es ein Charakter wäre, der ist ein bisschen verloren, sag ich mal. Also. Den könnten die ruhig auswechseln. Aber ob das so sein wird oder nicht, gucken wir mal. Ja, ihr merkt schon. Also wenn ich jetzt so das Ganze mir nochmal angesehen habe, dann finde ich das Banner von Gogeta eigentlich um Ticken besser. Wegen den individuellen Charakteren. Aber das auch nicht schlecht. Weil die Hauptcharaktere, die neuen Charaktere, die reinkamen, die drei und die drei, die sind halt wirklich sehr, sehr gut. Und im Endeffekt geht es um die zusammen. Die anderen sind natürlich auch gute Charaktere. Freunde, macht euch auf jeden Fall bewusst, für wen ihr summonen wollt. Und ja, summoned. Ich bin mir sicher, sehr viele von euch haben so lange gespart auf die 2 Summoned-Freunde. Macht euch keine Gedanken für das 4-jährige im Global, denn das 4-jährige ist erst im Juli. Dann habt ihr noch 5 Monate Zeit zum Sparen, dann bekommt ihr gut Stones noch her. Summoned hier, entscheidet euch aber am besten erstmal, will ich zuerst Broly, will ich Gogeta. Da müsst ihr euch die Entscheidung selbst treffen, ich habe euch alles zu den Charakteren genannt. Guckt einfach selber, will ich den mehr, mag ich den mehr, kann ich den besser verwerten wegen meinen Charakteren, habe ich für den Charakter bessere Charaktere etc. Tralala. Wenn ihr neu anfangt, dann entscheidet euch einfach, weil aus dem Banner bekommt ihr dann auch quasi die Teams, die Charaktere, die zu den Teams gehören. Und wäre vielleicht am Anfang nicht schlecht, wenn ihr euch erstmal auf einen fokussiert, bevor ich paar Mal hier summon, ein paar Mal da und im Endeffekt habt ihr keine Stones mehr und keine Charaktere. Jedenfalls, Freunde, ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück beim Summon. Ich werde auch noch die Tage jetzt summon und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ging, glaube ich, ging wirklich lange, sorry dafür, aber ich glaube, bei den Charakteren war es wichtig, Zeit dafür zu nehmen. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be